Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist das von einer sehr wilden Box, sage ich mal. Und zwar ist das die Elektra Beauty Box. Die ist ein bisschen anders und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Elektra Beauty Box wurde nämlich in das Leben gerufen von einer Gruppe verrückter Studentinnen, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Denn sie haben sich überlegt, Mensch, wir trauen uns. Wir machen auch eine Box für den Boxenmarkt, der wirklich sehr, 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 sehr groß ist hier bei uns. Ne? Und genau, ab 13,45 bekommt man die Box und die hat jedes Mal ein anderes Design. Dieses Mal schaut sie so aus. Ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Elektra Beauty Boxen Team. Genau, ich finde das immer total toll. Also mir macht das richtig Freude. Und zur Feier des Tages habe ich mich auch ein bisschen rebellisch angezogen. Und zwar trage ich mein Lieblings-Tinkerbell-T-Shirt, was ich mit meiner Mama mal zusammen geshoppt habe, bei Zara tatsächlich. Und passend zu Tinkerbell habe ich mir natürlich auch einen Bommel oben gemacht. Yay, ich bin ein Rebell! Geht. Okay, wenn man sich diese Box so anschaut, die übrigens monatlich erscheint, 5 Beauty-Produkte enthält, ne? Dann denkt man im ersten Moment auch von der Größe der Schachtel her, hier sind Pralinen drin. Hier hinten steht auch irgendwas drauf, so ne? 50G. Da habe ich mir gedacht, sind die 50 Gramm Pralinen einfach mal drin? Kann man machen. Wäre witzig, da einfach mal 5 Pralinen à 10 Gramm reinzupacken. Nee, aber da sind definitiv Beauty-Produkte drin. Hier steht auch, also wenn man jetzt einmal das Schleifchen hier entfernt, also die Schachtel bewahre ich mir auch auf, weil das ist eine schöne Geschenkschachtel. A unique blessing for you. I wish you every day in the sweet with each passing moment. I would like to peace with you through the moment of every point. I would like to accompany you through a happy every second. Also im Prinzip soll diese Box, also dieser Spruch auf der Box uns Glück jeden Tag, jeden Moment, jede Sekunde, die Süße des Lebens nahe bringen. Ja. Und alles genießen lassen sollen. Finde ich süß, wirklich. Und dann hast du hier Blümchen drauf und Teekannen und so. Das ist schon süß gestaltet, ne? Also ich mag das Design definitiv. Und da das halt jeden Monat wechselt, ist es halt immer irgendwie was anderes, ne? Es ist immer irgendwie speziell. Und jetzt habe ich mir auch noch intelligenterweise meine Schere zugestellt. Denn hier ist ein Klebi dran, den ich jetzt mit einer Schere mal aufmachen werde. Genau. Und ja, wir haben halt hier auch Full-Size-Produkte ausschließlich drin. Wenn ein Produkt nicht Full-Size hier drin sein sollte, ist es auch auf dem Kärtchen als Goodie deklariert, was ich echt cool finde. Und wir haben hier wirklich nur Produkte drin, die, ja, also ich sag mal so, von der Idee der Erschafferin der Box, sage ich jetzt auch mal, ne? Nicht so künstlich überteuerte Produkte, die in der Box drin sind, um den Boxenwert hochzutreiben, sondern Produkte, die einen zum einen so ein bisschen aus der Komfortzone herauslocken sollen und mal so ein bisschen animieren sollen, was anderes auszuprobieren, aber gleichzeitig Produkte, die man auch wirklich benutzen kann. Was ich cool finde. Wir hatten auch schon aufregende Lippenstiftfarben dabei und immer eine Maske. Immer. Und deswegen ist es voll die Claudi-Box, weil ich liebe Gesichtsmasken. Jetzt aktuell habe ich sehr viele Ampullen in Anwendung. Hier ist noch ein Klebi. Deswegen dann in meinem Aufgebot sehr viele Ampullen zu sehen werden, sein werden. Und hier haben wir dann einmal den Blick in die Box. So schaut das aus. Und da haben wir einmal direkt hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da ist nicht viel Rampampam mit dabei, ne? Da sind die Produkte mit kleinen Bildchen aufgeführt, die Preise kurz und knapp dabei und fertig ist die Laube. Wenn du die Juni, also wenn du quasi jetzt die Elektra Beauty Box abonnierst, ab 13,45 wie gesagt, bekommst du nicht nur tolle Rabatte, sondern auch ein persönliches Geschenk für deine Juni Box, was ich auch sehr, sehr nett finde. Und jetzt werde ich schon wieder gespoilert, weil ich reingeguckt habe. Okay, ich nehme jetzt mal das erste Produkt in die Hand, was echt cool aussieht. Fühlt sich, also diese Form macht, also finde ich schön, von Bourjois Paris. Bourjois sagt mir auch was. Ich glaube, das gibt es bei Douglas zu kaufen. Volume Glamour Max Definition. Was ist das für eine geile Mascara-Form, oder? Also das, da fahre ich gerade tierisch drauf ab. Kommt in meinen Fullface Beauty Boxen für den Monat Mai. Oh, das erinnert mich. Zwei Mascaren erinnern mich daran. Das ist so ein Oschi-Bürstchen-Gummi. Ne? Oschi-Gummibürstchen, ganz, ganz lang. Zum einen habe ich eine MAC-Mascara aktuell in Anwendung, die genauso ein Bürstchen hat, ein Maximum Bla, Definition Bla. Und dann gibt es noch diese Bold Mascara,
Ich glaube von Catrice oder Essence ist das. Die hat auch so ein Bürstchen. Krass. Muss ich ausprobieren. Das sah jetzt relativ trocken aus vom Produkt her. Aber wie gesagt, kommt in mein Fullface Beauty Boxen mit rein. Als nächstes habe ich hier einen Pinsel dabei. Und das finde ich ja schon mal schön. Ein Eyeshadow Brush. Und das ist so ein ganz, ganz simpler von Saffron. Saffron ist die Marke, okay. Ganz, ganz simpel, ganz klassisch, aber pink. Hallo, schreit mein Name. Finde ich jetzt qualitativ gerade auf den ersten Blick jetzt nicht so ultimativ ansprechen, aber Leute, ihr wisst, ich habe eine sehr, sehr große... Ach du meine Güte, ich habe vergessen zu sagen, in diesem Video wird es auch was zu gewinnen geben. Ich habe jetzt keine Elektra Beauty Box, die ich verlosen kann, sondern ich verlose ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Siehst du, das sind manchmal so die kleinen Dinge im Leben, die man... vergiss zu erwähnen, in den Titel hätte ich es reingeschrieben und auch in die Infobox. Ja, also das ist wirklich eigentlich ein sehr, sehr simpler Pinsel. Ich habe eine sehr große Pinselsammlung neben mir. Ne, das davon mal ab. So schaut der aus, aber den kannst du für vieles verwenden. Tatsächlich sehr gut für Lidschatten. Da kannst du eine schöne Cut Crease mitziehen, weil der sehr flach ist, sehr präzise. Wäre der noch ein bisschen runder, dann würde das noch besser funktionieren. Aber damit kannst du bestimmt super toll eine Cut Crease ziehen und dann auch auf die Cut Crease so Schimmer-Lidschatten drauf machen oder allgemein Lidschatten, ne? Also so Schimmer-Lidschatten sehr gut drauf machen. Auch wenn du den nass machst zum Beispiel. Packe ich jetzt hier wieder mit rein, weil der dann auch in die Full-Face-Beauty-Boxen-Geschichte mit reinkommt. Das finde ich schön, doch. So, das waren zwei Produkte. Das hier ist jetzt als Goodie-Idee deklariert, sage ich mal. Das ist ein kleiner Make-up-Schwamm. Das ist einer von den Schwämmen, den die liebe Tara von Tamtam Beauty immer verwendet, um ihre Nase zu konturieren. Dinge, die ich niemals machen werde, weil ich sowas einfach nicht kann. Ne? Also Cream-Kontur habe ich ausprobiert, ist nicht so mein Ding. Also theoretisch könnte man damit dann so seine Nase konturieren oder wie auch immer. Unter den Augen Concealer. Ich weiß nicht, wie groß der wird, wenn ich den nass machen werde. Das werden wir auch in meinem Full-Face-Beauty-Boxen sehen, aber die Umverpackungsfolie brauchen wir dann ja nicht mehr. Das hier wird auch, also schön viel dekorative Kosmetik, Leute. Gerade jedes Produkt, was ich rausziehe, kann ich mit da in Schminki nehmen. Das hier ist ebenfalls von Saffron, wobei das nur ein Herz ist. Wie süß. Waterproof Black Cool Eyeliner Pencil 111. Ein wasserdichter schwarzer Kajal Eyeliner Stift. Schaut so aus. Ja, und sowas hat ja gefühlt jeder irgendwo in seinem Schrank, ne? Kannst du einen Eyeliner mitziehen, kannst du vielleicht auch einen Kajal ziehen. Klar, der ist jetzt super spitz. Das ist sehr, sehr schön, damit zu zeichnen gerade. Das funktioniert ganz gut. Macht schon mal einen guten ersten Eindruck. Die Frage ist halt wirklich, wenn ich den wirklich auf die Wasserlinie gebe oder wenn ich mir den als Eyeliner ziehe, stempelt der ab oder nicht? Oder, ne, löst er sich auf meiner Wasserlinie und macht mir Panda-Augen? Das ist immer die Frage bei solchen Produkten. Das muss ich mal gucken. Hat sich halbwegs gereimt. Und jetzt haben wir noch zwei Masken. Also das ist immer so dieses, eine Maske hast du immer mit dabei. Und das finde ich aber auch cool, weil du bekommst die Box ja monatlich und wenn du dir jeden Monat so mindestens eine Maske gönnst, ist das schon eine ganz gute Geschichte, ne? Dass du so ein bisschen Me-Time, Ruhe für dich und so weiter nimmst. Das gefällt mir. Von Eveline Cosmetics, das gibt es bei Cosmetic for Less. Da habe ich auch schon Produkte für gekauft, aber ich habe nie das Fullface geschminkt. Das muss ich mal nachholen, Leute. Ist das eine Maske Look Delicious Moisturizing Face Bio Mask und Natural Scrub mit Coconut. Mag ich ja nicht so gerne. Kokosnuss und das andere sieht aus wie eine Mango, würde ich jetzt sagen. Da hätte es jetzt auch noch andere Varianten von in der Box gegeben. Das hier ist jetzt wahrscheinlich für mich so... Ich mag nicht gerne Kokos. Und wenn ich eine Maske aufs Gesicht mache, dann muss die ja auch eine ganze Weile draufbleiben und wirken, bevor ich sie abwasche. Das ist dann für mich der Zunk wahrscheinlich. Hätte es auch noch mit Minze Schokolade gegeben. Das wäre aber auch nicht meine Welt gewesen, so After Eight mäßig. Und eine mit, ich denke, Wassermelone soll das sein. Ja, und Zitrone. Genau. Achso, hier hat es auch gestanden. Ich bin ein Vogel. Okay, ja. Ich glaube, die wird weiter wandern. Bin ich jetzt gerade nicht so glücklich mit, ne? Aber ja gut. Und dann hast du halt ein Peeling. Ich weiß nicht, ob das dann eine Peel-Off-Maske ist oder ob das halt, du lässt es drauf und dann musst du es quasi peelend abwaschen. Kann auch sein. Das würde mir persönlich mehr gefallen. Ist cruelty-free, vegan. 95% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Hört sich alles nett an, aber das ist nichts für Claudi. Nichts für mich, Leute. Und dann habe ich hier aber eine Maske, die was für mich ist. Und zwar die Rejuvenating Probiotic Sheet Mask. Mask, Papier, achso, nochmal auf Französisch. Mit Kupferpeptiden. Das ist eine koreanische Maske.
Und also Made in Korea steht da drauf, ne? Und Technique ist jetzt eigentlich so eine recht günstige Make-up- und Beauty-Marke. 10 bis 15 Minuten lässt du das drauf, aber dadurch, dass es mit Kupfer ist, ist es eigentlich wirklich so eine, ja, hat glaube ich so eine heilende Wirkung mehr oder weniger, ne? Das finde ich interessant. Verjüngende Probiotika-Maske. Und 10 bis 15 Minuten finde ich auch in Ordnung, diesen gegen Tierversuche. Das ist auch für Veganer und Vegetarier geeignet, das finde ich auch nett. Ja, und eine biologisch abbaubare Maske, auch das finde ich nett. Also theoretisch könntest du nachher die Maske, also das, was hier drin ist quasi, in den Biomüll packen, ne? Und das außenrum zu dann in den Plastikmüll. Ja. Also 1, 2, 3, 4, 5 Produkte plus das Schwämmchen haben wir jetzt dabei gehabt. Was ich halt bei der Elektra Beauty Box jetzt immer mal wieder cool finde, wir haben mindestens ein dekoratives Kosmetikprodukt mit dabei, ne? Hatten wir jetzt ja auch schon einige. Also das feiere ich immer sehr. Das ist voll mein Ding. Und hier haben wir dann die leere Box, die man halt, wie gesagt, super als Geschenkverpackung weiterverwenden kann. Ich finde es nett. Also das ist auf jeden Fall ein brauchbarer Inhalt. Und wir werden auch schon über dem, ich glaube, maximal 14,90 Euro bezahlen oder 14,99 für die Box. Und da werden wir schon vom Wert her drüber liegen, ne? Also allein die Mascara hat einen Wert von 9,50 Euro, dann 1,40 Euro für die Maske, dann 2,70 Euro für die andere Maske, 5,30 Euro für den Lidschattenpinsel. Okay, das ist gar nicht so günstig. Und dann noch der Kajalstift mit 2,80 Euro. Also da bist du schon über 20 Euro. Deswegen hat sich das definitiv gelohnt, muss ich sagen. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne austauschen und denkt an die Verlosung. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!